Guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Mein Vlog heute ist ziemlich random, denn ich hatte eigentlich heute was richtig Cooles geplant, aber das müssen wir leider auf die nächsten Tage verschieben, da Laura gerade nicht zu Hause ist und ich das Video mit Laura drehen wollte. Deswegen ist es heute ziemlich random, seht ihr auch, glaube ich, am Titel. Und übrigens, Leute, ich habe ja vor ein paar Tagen die 100.000 Abonnenten erreicht. Oh! Genau. Wir haben ja die 100.000 Abonnenten erreicht und ich habe total vergessen, hier einen Haken zu setzen, Leute. Let's go! 100.000 Abonnenten knacken, 2020 geschafft. Ist auf jeden Fall sehr crazy, Leute. Ich kann es immer noch nicht realisieren und ich glaube, es wird noch so lange mit dem Playbutton dauern. Es ist einfach so weird, ganz viele Riesenballons. Also die müssen unbedingt raus. Leute, seht ihr einfach, wie die Sonne hier durchscheint. Es ist einfach so warm draußen. Hallöchen, Bubi. Da ist noch ein Bubi. Laura! Oh, ach ja, die ist ja gar nicht zu Hause, die ist arbeiten. Ups. Hi! Hallo, Bubi. Übrigens heißen alle Katzen bei mir Bubi. Leute, wisst ihr was? Lisa sitzt ja jetzt auf dem Boden und wenn ich gleich so zu ihr ankomme, dann miaut sie irgendwie die ganze Zeit. Egal, ich sag's nicht mal. Oh Mann, du hast vorhin die ganze Zeit gemiaut. Warum miaut sie jetzt nicht mehr? Leute, da die Luftballons ja unbedingt raus müssen, weil gerade eben das passiert ist, würde ich sagen, kommen die jetzt auch raus. So. Tschüss. Oh mein Gott, die Vase. Oh mein Gott. Meine Mutter wird mich so killen, da hab ich gedacht. Ey, meine Mama hätte mich so gekillt, wenn die jetzt runtergefallen wäre. Oh mein Gott, das war gerade heftig knapp. Okay, also die muss schon mal unbedingt zur Seite gestellt werden. Next one. Ihre Reaction drauf. Let's go. Und Lisa, guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Wie das Ding aufbaut. Oha, Lisa, es ist so ein Luftballon mit Luft. Es war ein Luftballon mit Luft. Oh Gott. Next one. Und der letzte. Boah, ich habe richtig Angst um diese Vase da hinten. Okay, die Luftballons sind jetzt hier, aber ja. Was soll ich jetzt mit dem machen? Mein Zimmer ist jetzt oben leer und jetzt liegen die hier rum. Könnt ihr mal irgendwelche coole Challenges reinschreiben, die ich mit den Luftballons machen soll? Da hätte ich mal auch mega Bock drauf. Aber dafür ist mein Zimmer jetzt endlich leer und befreit von den riesen Luftballons. Es war echt so gruselig, auch mit den Luftballons zu schlafen, weil im Dunkeln sah es einfach so komisch aus, irgendwie voll creepy aus, aber die sind jetzt zum Glück alle draußen. So, jetzt sind auch gerade eben meine Eltern mit einem fetten Einkauf nach Hause gekommen. Richtig nice. Die haben sogar Actimel mitgebracht. Oh mein Gott, ich bin so in love mit Actimel. Oh mein Gott, Leute, meine Eltern muss mal wieder komplett übertreiben und haben einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Packungen Monte gekauft. Also wir sind alle hier in der Familie richtig Monte-süchtig. Okay, Leute, wie gesagt, die Luftballons sind jetzt endlich weg. Endlich habe ich wieder ein freies Zimmer. Hier hat es auch übel nach diesem Gummi gestunken. Und an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder meinen Vlog. Ich war heute irgendwie richtig lost, auch von der Zeit. Wir haben es jetzt gleich schon 7 Uhr und ich muss meinen Vlog heute noch hochladen. Also ich bin generell heute ziemlich lost. Aber ich würde trotzdem sagen, lasst doch gerne ein Abo da, denn auf diesem Kanal mache ich Sachen wie das hier. Oder auch das hier. Oder auch das hier. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Und werdet auf jeden Fall ein Teil von der It's Me Army. Ich würde mich mega darüber freuen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Und Peace out.